Seid gegrüßt, liebe Leute, ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal und heute sind wir wieder bei Dauntless, nochmal und auch gleich hier bei Omas Träger, wie ich es angekündigt habe. Es gibt ja eine großartige Idee, die ich ja schon angenommen hatte und nur nochmal, um das zu wiederholen, ich muss hier 5 Verbrauchsgegenstände von Omas Träger oder Admiral Sei kaufen. Das mache ich jetzt einfach mal schnell hier. Ich stelle hier auf Münzen um und dann hole ich mir jetzt hier mal 5 Luftschlagsignale. Ja, oder 10. Also ich mache das jetzt hier 5-mal. So, jetzt sollte ich die Quest abgeben können. Genau. In mein Vergnügen mit dir zu... Geschäfte mit dir zu machen, Mausi. Okay. Denke daran, ich werde dir immer wieder gerne Reagenzien abnehmen. Bist du aber mal in Eile, dann bring mir einfach Rams. Okay, so. Schließ das Ganze ab. Habe ich gemacht. Und jetzt was... Was ist jetzt das nächste? Jetzt muss ich mit Xelia Farslayerin reden. Im Schmutzgraben. Okay. Nee, habe ich gerade nicht. Gerade nicht. Nur mal die Pilzchen hier mitnehmen und ist sie da oben unterwegs? Ja. Da müsste ich hier rüberkommen oder nicht? Nein. So, Pilze noch mitnehmen und... Ja, da oben ist sie. Die liebe Xelia. So, was will die denn von mir? Xelia, die Farslayerin, will, dass du dafür sorgst, dass die verbliebenen Flüchtlinge aus Wipfelheim Ramsgate erreichen. Erlege 2 Behemoths des Elements Terra. Okay. Hey, hey, Slayer. Hida. Slayer, hier. Ach, da bist du ja. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wipfelheimer und ich. Ja, hier sind jetzt andere Farslayer. Gewöhn dich besser daran, Xelia. Mann. Halt die Klappe, habe ich gesagt. Du sollst zuhören. Dann hör weiter zu. zuallererst. Nicht alle haben es schon hierher geschafft. Der Rest der Farslayer... die Terra Behemoths können sie aufspüren, ihnen den Weg abschneiden oder schlimmer, sie töten. Aber Stadtslayer werden nicht so gut schmecken. Machst du mir den Weg frei? Okay, also sie möchte mich hier natürlich für ihre Zwecke benutzen, ist ganz klar. Und da muss ich dann eben 2 Terra Behemoths erlegen. Das mache ich dann natürlich. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder und ich erlege dann einmal mal schnell die Terra Behemoths. Ja, wenn das eine Quest ist, dann mache ich das einfach mal schnell. Bis gleich. Bin ich schon wieder. Ich habe die 2 Terra Behemoths erlegt und jetzt gebe ich die natürlich ab bei unserer Xelia. Die Gestrandeten, die Wipfelheimer, sie haben es geschafft. Das heißt, du hast die Bestien getötet, nicht wahr? Natürlich. Behemoths getötet. Freunde sicher. Sicher ist gut. Nicht lustig, aber gut. So und so ähnlich, ja... Redet hier unsere Xelia und nun schlagen wir zurück mit aller Kraft. Okay, so, abschließen. Das habe ich erledigt. Dann gibt es hier noch die Wachstumschance und jetzt gibt es hier die Quest Macht Platz. Ja, das ist die Quest, bei der ich ja den Moonreaver Shrike, den Rage Telgnascher und den Firebrand Cherok erlegen muss. Außerdem hier muss ich ein paar Sachen hochstufen und ja, ich werde mal sehen, wie es hier mit der aktuellen Rüstung, also nicht mit der, die ich angelegt habe, sondern meiner plus 5 Rüstung gegen die heroischen Behemoths denn so abläuft und ja, das seht ihr dann natürlich gleich und ja, dann hören wir uns wieder. Ja, ich springe hier ab für den Moonreaver Shrike. Ich habe mich umgezogen, ganz neutral, ohne hier irgendwas anderes. Und ja, wir werden sehen, wie das denn läuft. Denn ich bin ja
doch ein wenig unter der Wertung, die ich haben sollte. Zumindest wie das Spiel mir rät. Und wir werden sehen, ob das aber mit unseren Teamkollegen hier schaffbar ist. Ich schaue natürlich hier raus, was geht. Also, der sitzt ja ruhig. Da schauen wir dann einfach mal, was hier so auf uns zukommt. Wow. Okay. So. Da hau ich einfach drauf mit der rechten Maustaste. Und der wurde ja schon wieder zu Boden gerungen. Hat der mich jetzt erwischt oder nicht? Nein, hat er nicht. Aber meine Leiste ist auch voll. Das heißt, ich kann meine Fähigkeit hier benutzen. Und ja, die werde ich jetzt hier auch einmal benutzen. Der wurde aber schon wieder betäubt. Ja, das geht hier irgendwie ziemlich fix mit der Gruppe. Der Sturm, der bleibt hier aber auch ein bisschen länger. So, da bin ich jetzt auf ihn drauf gesprungen. Also die Hälfte hat er nur noch. Also das sieht durchaus gut aus. Aber hier alleine bin ich das jetzt natürlich nicht. Ohne meine Teamkameraden würde das, denke ich, ich alleine hier nicht hinkriegen. Und jetzt haut er auch schon ab hier. So, zweite Phase des Kampfes. Immer munter drauf hier. So. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich jetzt das war, der den hier zu Boden gebracht hat, hat aber ein wenig ausgesehen. Ja, das war's hier mit dem Moon River Strike. Also für mich war jetzt der nicht schwer, aber das lag mehr an meinen Teamkameraden als wirklich an mir. Wie gesagt, ihr seht meinen Rang, der D-Rang, und trotzdem haben wir hier den S-Plus-Rang bekommen. Hab ich ihn denn jetzt hier betäubt? Naja, das kann ich jetzt hier gar nicht sehen, weil das ja auch fürs ganze Team gilt. Ja, das war's mit Moon River Strike und wir gehen auch gleich weiter zum nächsten Behemoth. Damit sind wir auch schon beim nächsten Behemoth. Das ist jetzt der Rage Tail Gnasher. Und dafür habe ich mir jetzt mal einfach ja, die Axt auf den Rücken hier
Gespannt. Ihr seht, ich habe wieder den kleinen Bug. Jetzt weiß ich gar nicht. Scheiße, das habe ich jetzt nicht überprüft, ob ich hier jetzt wirklich schon wieder den Ruinierungsflug drauf habe. Wenn, dann ist das natürlich jetzt echt blöd, weil der Ruinierungsflug im Gegensatz zum Ansturm natürlich einiges weniger Schaden macht. Zumindest kommt mir das vor. Und ja, jetzt schauen wir gleich mal, was hier denn so. Nein. Ich habe wirklich den Ansturm hier dabei. Das ist natürlich gut. Dann bleibt das natürlich hier so. Wenn man das einmal umstellt, dann ist das für alle so. Ja, aber ich habe Lex. Ihr seht das. So. Ja, macht nicht ganz so viel Schaden jetzt. Weil der natürlich jetzt um einiges weniger mehr Rüstung dann hat. Also einiges mehr aushält. Ich hoffe natürlich, dass ich hier dann doch gut durchkomme. Also jetzt hat es trotzdem 1000 Schaden gemacht. Also so schlecht ist das dann doch nicht. So, ich belebe hier mal unseren Kollegen wieder. So, ich habe jetzt sowas Rotes. Keine Ahnung, was das ist. Wow, okay. So, ich will aber den Schwanz treffen. Das ist natürlich am besten, wenn man den zuerst wegmacht. Okay, da habe ich jetzt sein Bein getroffen. Boom, ja, da haut's mich weg. Naja, traue ich mich ran mit meinen 430. So, jetzt habe ich hier schon Level 1. Ich lade mich jetzt hier auch mal schnell auf. Und dann geht's hier wieder drauf. Ich habe natürlich mit der Gnascher-Rüstung jetzt eine erhöhte, also sämtliche Ätherschlote oder was ich aus Heilquellen gewinne, ist natürlich jetzt erhöht. Wow, okay. Ich heile mich jetzt hier gleich wieder. Also ein Trank hier 600, das ist natürlich sehr belohnend. Mal schauen, ob ich den hier jetzt wiederbeleben kann. So, das habe ich gemacht. Und drauf. Okay, da habe ich jetzt keinen Teilschaden zugefügt. Jetzt wird er aber wütend. Da mache ich mehr Schaden mit meinem Wutjäger. Aber jetzt liege ich hier am Boden. So, wir sind aber hier auch nur zu dritt. Also ist der auch ein bisschen geschwächt. Aber ich schaue jetzt mal, dass ich hier den Schwanz hier noch treffe. Ja, mit 2000 direkt. So, der versucht uns jetzt aber hier zu treffen. Hat er auch geschafft. Zum Glück hat der jetzt mich nicht getroffen. Das werfe ich hier gleich nochmal. Oh ja. Da liegen wir jetzt alle drei gleich flach. Wie gesagt, der Schaden von ihm, der haut auch wirklich echt rein. Das ist hier echt kein Spaß. Aber mit der Axt braucht man hier eigentlich nur ein bisschen auf Distanz bleiben und macht trotzdem einiges an Schaden. Aber ich hau jetzt einfach doch mal drauf. Nochmal auf den Schwanz hier. Oh, jetzt hat er mich aber erwischt. Der will mich jetzt hier gar nicht loslassen. So, ich schau jetzt mal, ob ich den jetzt hier noch erwische. Also ihn hier wiederbeleben kann. Das ist geglückt.
So, und nochmal auf den Schwanz hier. In der Hoffnung, dass der natürlich jetzt dann bald mal abgeht. Ja, scheiße, jetzt nicht mehr. Da muss ich schneller sein. Aber heilen wäre auch nicht schlecht. So. Habe ich gemacht. Und auf den Schwanz. So. Genau. Wir schauen hier, dass wir den Schwanz abkriegen. Dauert aber echt lange. Aber das reicht noch nicht ganz. Das reicht hier wirklich noch nicht ganz. Da mache ich ein bisschen zu wenig Schaden, glaube ich. Denn er ist ja schon bis auf die Viertel der Gesundheit runter, also auf 25%. So, ich nehme jetzt hier nochmal alles mit. Und ich habe hier schon plus 50% Schaden. Ich glaube, es gibt nur 4 Level. Aber der wird hier wahrscheinlich ganz oben sein. Oder auch nicht. Nein, der ist da drüben. So, die sind jetzt natürlich hier vor mir. So, aber auf den Schwanz. Komm schon. Nein. Habe ich nicht ganz getroffen. Wow, okay. Ich heile mich jetzt hier aber ganz schnell, wenn das geht. Ja, so. So, nochmal mit 1700. Wow, okay. Jetzt hat er mich hier erwischt. Nochmal heilen hier drüben. So, also irgendwas haben wir dem Genosch jetzt abgetrennt. Habe ich jetzt aber nicht gesehen. Und ich gehe halt immer auf den Schwanz, aber der braucht seine Zeit. Ja, oder klatscht ihn mir halt voll auf die Birne. Das ist dann nicht so geil. Aber ich glaube, die haben hier genug Zeit, um mich wiederzubeleben. Genau. Oh ja, jetzt haben wir ihn aber. So, ich belebe dich wieder. So, und war der Schwanz hier nicht irgendwo? Okay, ja, habe ich eingesammelt. Okay. So, und das war's schon. Ja, das ist uns auch geglückt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so ganz mein... ja. Also mein... mein Können war, dass ihn hier zu Boden gerungen hat. Das Team war anscheinend Rang E. Ihr seht das. Wir haben es aber trotzdem geschafft. Also der Rang, den soll man, muss man jetzt hier nicht wirklich auf die Goldwaage legen. Ja, so sieht das Ganze aus. Das war es jetzt hier erstmal mit den beiden ersten Behemoths, die ich jetzt hier erlegen konnte. Das ist jetzt der erste Teil und im nächsten Teil seht ihr dann den Firebrand Cherok und ich werde dann einmal mal versuchen, einfach die Rüstungsteile selber hochzuleveln. Da gibt es auch nicht groß irgendwas zu sehen, ist natürlich klar. Und dann nehme ich mich der Quest von Dr. Priani an. Also im nächsten Teil seht ihr den Firebrand Cherok und wie ich mich dann um die spannende Heldentatenquest kümmere, denn die Rüstungsteile und die Waffen kann ich alleine hochstufen und da müsst ihr auch nicht groß irgendwas sehen. Das heißt, ich lade euch wieder herzlich dazu ein, hier dabei zu sein und ja, zu sehen, wie es hier, wie man hier so bei Dauntless weiterkommt mit den Quests. Und ja, das war's von mir, eurem Eubanks. Bis dann!